So, Aufzeichnung läuft weiter. Du darfst das Angrüßen übernehmen. Okay. César. Buxo. Ja, B. Sendri, B. Gut. Gewitz. Ja, schön, dass ihr den Weg zu uns ins Training gefunden habt. Wir fangen an mit Tenokata zum Warmwerden. Jeder so stark, wie er will. Und heute habe ich mir überlegt, werden wir einfach mal so ein paar nicht so häufig in der Grundschule geübte Handtechniken trainieren. Das ist dann der zweite Teil. Und dann wiederholen wir nochmal die physischen Rio-Kombinationen der jeweiligen Stufen. Okay, dann fangen wir mit Tenokata an. Füße zusammen. Rei. Yoi. Tenokata. Ich. Ni. San. Shi. Au. Rak. Sit. Hatsch. Kö. Jö. Itch. Nee. San. Che. Go. Rock. Six. Touch. Good. Yeah. Yummy. Wenn ich noch ein bisschen dehnen will, hat dazu jetzt 20 bis 30 Sekunden Zeit. Bin ich so der Dehnpoint, mach das nur nach dem Laufen. Da tut es auch gut. Okay, fertig werden. Füße zusammen. Rei. Joi. Okay, noch einmal Tenokata, ein bisschen stärker. Ein Kommando sind zwei Kommandos. Also das erste Kommando sind die beiden Chudan-Zukis. Das zweite Kommando die beiden Jodan-Zukis und so weiter. Okay. Tenokata. Itch. Nee. Sam.
Che. Go. Rock. Six. Hatsch. Ignoriert das Hatsch. Kommt jetzt. Hatsch. Jetzt ein paar von den Techniken, die in der Grundschule nicht so häufig trainiert werden und geübt werden. Für die unter uns, die diese Techniken vielleicht das erste Mal machen, wir machen sie beim ersten Mal, wir machen sie im Prinzip immer 3x10 Wiederholungen. Beim allerersten Mal machen wir sie in einer Art Tai-Chi-Form. Also ganz langsam, ohne Spannungsverlauf großartig. Ja, einfach nur langsam. Also als Beispiel, wenn wir Kisame-Suki machen, machen wir aus Kamae, ist die langsame Tai-Chi-Variante. Ja, da sind dann Hand und Fuß auch nicht mehr gleichzeitig. Okay? Gut, dann machen wir eine zweite Variante, die im Endeffekt langsam schnell ist. Ja, wobei das bei Kisame-Suki natürlich ein bisschen schwierig ist, weil der Weg ist nicht so weit. Ja? Also könnte man sagen, das ist dann... Ja, Kisame Suki ein schlechtes Beispiel. Uraken wäre das Beispiel von hier. Ja, also langsam anfangen, schnell werden. Ja. Und die dritte Variante ist dann die ganz normale Ausführung. Ja. Mit dem gleichen Verlauf, ja, aber vielleicht am Anfang nicht bewusst langsam. Gut, wir fangen mit Kisame Suki an. Also Yoi, Gidanbarai Kamaite, Kamai. Okay. Kisame Suki, der gerade Fauststoß, ja, aus Kamae zum Kinn des Gegners. Ja. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr direkt und eng die Führungshand haltet und stoßt. Ja. Nicht ja, sowas, da ist der Ellbogen raus, ja. Sondern wirklich von hier rein. Okay? Die erste Variante machen wir, wie gesagt, Tai Chi-mäßig, also wirklich. Setzen und wieder zurück. Ja? Wir machen es im Stand, wir brauchen das mit dem Setzen des Fußes machen wir nicht. Wir machen bei der Tai-Chi-Variante machen wir es wirklich nur im Stand. Okay. Fertig werden. Kamai. Ich. Selbstständig zurück in Kamai. Nee. Dann. Schick. Go. Rock. Six. Hatsch. Cool. You. Okay. Wir machen erst die eine Seite durch, dann die andere.
Okay, wir machen jetzt die Version 2, aber auch ohne den Fuß zu setzen. Das heißt, einfach von hier langsam beginnen und dann schnell werden. Ja? Wichtig ist mir, dass ihr ein Gefühl für das späte Drehen der Faust, das Arretieren bekommt. Das gehört zum Kisamazuki dazu. Kisamazuki ist nicht einfach nur Fauststrecken, ja, sondern wirklich von hier drehen, ja? Und zurückziehen. Häufig wird die Frage gestellt, was mit der Hikite-Hand ist. Jetzt in der Grundschulversion nehmt ihr das. Ja, nehmt ihr die Hand zurück. Wenn das später im Kampf ist, das nicht mehr ganz so entscheidend. Aber jetzt in der Grundschulversion macht ihr bitte eine beidseitige Bewegung daraus. Okay, 10-mal. Ich. Nee. San. Go. Rock. Sit. Hatch. Cool. You. Okay, jetzt mit Fuß setzen. Das heißt, ganz normal Ausführung der Technik. Ja? Also von hier, also auch zurückschnappen. Und die Rückschnappbewegung, ich zeige es mal von der Seite, ja, ihr geht rein und zieht aktiv den Ellbogen wieder zurück in Kamai. Auch hier, wer so ein Kamai hat, ja, der macht eine ineffiziente und eigentlich auch eine falsche Bewegung, weil jetzt ist das eine andere Bewegung, als wenn ich von hier unten nach da oben stoße. Okay, 10-mal. Ups. Nee. San. Che. Go. Rock. Six. Hatch. Cook. Mit Kiai. You. Okay, locker. Andere Seite. Im Stand. Tai Chi. Ich. Nee. San. She. Go. Rock. Six. Hatch. Cool. You. Okay. Langsam schnell. Ich. Nee. San. Chi. So. Rock. Sich. Hatch. Cool. You. Okay. Ganz normal.
Ich mache mal schnell meine Galerieansicht an, dann sehe ich auch mehr von euch. Einen Augenblick. Geht gleich los. Eieiei. Olli, darf ich mal einmal dazwischen fragen? Bitte, gerne. Machst du mit deiner Hüfte irgendwas? Also drehst du die mit raus, rein oder so? Also die Hüfte ist nicht inaktiv, ja, aber sie ist auch, es ist jetzt keine aktive Schnappbewegung, so wie bei Gyakusuki. Sondern wenn ich mich strecke, weiß nicht, wie man es am besten sieht, ja, wenn ich mich strecke, ja, dann drehe ich die Hüfte etwas weiter ab. Aber nicht aktiv. Das ist eigentlich ein natürlicher Teil der Bewegung. Okay? Läuft ein bisschen mit sozusagen. Genau. Ja, aber es ist nicht wie jetzt Gyakusuki, wo ich die Hüfte aktiv nach vorne nehme, ja, durch die Streckung des hinteren Beines. Das kommt einfach, ich stehe im Kamai mit einem leicht abgedrehten Hüfte und wenn ich reingehe, ja, dann dreht sich die Hüfte dabei ein bisschen raus. Alles klar. Aber nicht aktiv, okay? Okay, danke. Gut, also, rechts vorne, Kamai-Te, Hetsch, Ne, San, Che, O, Rock, Sage, Hatsch, Ke, You, und locken. Gut. Nächste Technik, Uraken. Für den, der es nicht weiß, Uraken ist ein Schlag mit dem Handrücken bzw. mit den beiden Knöcheln in der Form im Regelfall zur Schläfe des Gegners. Ja? Kommt auch ganz gut auf dem Jochbein, ist aber jetzt nicht primäres Ziel. Ja? Und das Wichtige bei dieser Technik ist, das ist ein Peitscheneffekt, den ihr auslösen sollt. Das heißt, was Uraken nicht ist, ich mache es bewusst falsch vor, ist das hier. Also ist das hier. Einfach nur ein Strecken des Arms. Ja? Sondern wir nehmen, wenn das jetzt die Schlagrichtung ist, hier steht der Gegner vor mir, nehmen wir den Ellbogen durch diese gerade Linie durch. Von hier beschleunigen wir den Ellbogen ungefähr auf die Höhe dieser Linie. Und dann arretieren wir den Ellbogen und schnappen mit dem Unterarm. Und das ist der Peitschen-Effekt, ja? Das ist, ja, da kommt richtig Power auf. Wenn man das richtig macht, ist da vorne richtig Wirkung. Könnt ihr mit der Pratze ausprobieren. Nur das wissen die wenigsten, ja? Das Zweite, in der Grundschule, ja, würde ich das immer mit einer Bewegung, einer Ausholbewegung kombinieren, ja? Dass ich wirklich aktiv aushole, dann gehe ich hier hin, die andere Hand geht zur Hälfte zurück und dann bei der Schnappbewegung, ja, bin ich auch hier im Hikite. Okay, wir üben das jetzt einfach mal im Stand, okay? Also wir stehen uns, weil es sonst sich ganz komisch anfühlt, wir stellen uns ganz leicht mit dem linken Fuß nach vorne, aber nicht jetzt schon richtiges Kamai. Einfach, sodass wir ein bisschen die linke Hüfte vorne haben. Okay, Ausholbewegung, ja, selbstständig. Wichtig ist, dass ihr selber seht, wie der Ellbogen auf die rechte Seite geht. Ja? Okay. Von hier auf Kommando machen wir. Okay. Das ist die Bewegung. Ich. Erstmal ganz locker und ganz langsam. Nee. San. Che. Ganz wichtig, ihr dreht die Handrücken zum Ohr, damit ihr hier vorne drehen könnt. Ja, das, zum Schluss ist hier auch eine Schnappbewegung. Das ist ganz wichtig, okay? Ganz bewusst. Che. Go. Rock. Sage. Hatsch. Ku. You. Okay.
langsam gemacht, einfach um euch an den Bewegungsablauf zu gewöhnen. Das Schnappgefühl, das Drehgefühl von beiden Händen. Okay, jetzt machen wir das Ganze in einer flüssigen Bewegung, aber immer noch im Stand. Die Frage nach der Hüfte kann man ja auch hier stellen. Ja, auch hier ist es bei mir tatsächlich so, wenn ich da vorne reingehe, dann dreht sich die Hüfte ein bisschen mit raus, ja, damit ich eben auch länger werde. Okay? Aber keine aktive Bewegung, das ist natürlich, das muss sich richtig anfühlen. Das Wichtigere ist hier dieses Thema mit der Ausholbewegung, dass der Ellbogen wirklich hier drüben ist und nicht hier schon ist. Weil wenn er hier schon ist, habt ihr nur noch quasi die Kraft eures Unterarms. Und das ist zu wenig. Okay, von hier, wir arretieren jetzt, wir schnappen nicht zurück. Das heißt, die Bewegung, die wir jetzt machen auf mein Kommando hin, ist diese hier. Ja, und dann zweites Kommando. Okay, Grundposition. Ich. Nee. San. Che. Go. Rock. Sage. Hatsch. Kö. Jö. Okay. Lockern. Karin, bei dir sieht das etwas aus, als würdest du schon sehr nach vorne gehen. Ja? Mach das mal im Stand nicht. Im Stand ist wirklich von hier. Ja? Und bei dir sieht das ein bisschen aus, als würdest du da schon quasi ein bisschen dich nach vorne beugen. Das solltest du verhindern, okay? Ganz gerade von hier. Später, ja, ist es ja so, dass ihr, ja, also ihr rutscht da rein und schnappt mit dem Ding, ja. Das beugt ihr euch auch nicht nach vorne. Okay, jetzt machen wir es einmal schnell und vor allen Dingen geschnappt. Geschnappt ist ähnlich wie bei Kisame-Suki, ja. Ihr müsst den Arm aktiv zurückziehen, okay. Von hier, eine Bewegung ist jetzt. Und wieder zurück in Kamai. Also ausholen, schnappen, zurückziehen, Kamai. Also die Schnappbewegung ist schlagen, zurückschnappen, Kamai. Okay, das ist eine natürliche Bewegung. Der Unterarm geht raus und wieder rein. Und dann in Kamai. Ja, später wird das dann eine Bewegung und ihr seid wieder in Kamai. Okay, ausprobieren. Aus Kamai. Ich zähle relativ langsam. Hüpsch. Nee. San. Che. Go. Rock. Sage. Hatsch. Kö. Jö. Okay, fühlt sich immer noch, wenn man sich nicht bewegt, ein bisschen komisch an, ein bisschen statisch an. Aber jetzt ist wichtig, dass ihr die richtige Bewegung von eurem Arm, vor allem dieses weit ausholen, das ist einfach wichtig. Ja? Je mehr ihr ausholt und von da hinten schlagt, desto mehr Power hat das Ding. Okay, einen Durchgang noch, dann wechseln wir die Seite. Und zwar jetzt aus Kamai und jetzt wirklich reinsteppen oder kennen. Ja? Also von hier und zurück. Also, ja, rein. Oberkörper gerade. Ja, Po reinbringen, wie mein Onkel immer so schön sagt. Ja, also nicht hier oben, ja, sondern ja, hier müsst ihr drin sein. Okay, locker. Ich. Nee. San. Che. Go. Rock. Immer noch gut ausholen. C.
Sitz. Hab. Kopf. Yeah. Okay. Lockern. Es ist irgendwie zum Verzweifeln. Ich hatte heute noch mindestens drei andere Handtechniken mit euch vor. Aber es ist 5 vor 8. Unfassbar. Das macht ihr mit der Zeit. Okay, wir machen jetzt die rechte Seite, alle 4 Stationen durch. Und dann kann ich eigentlich auch schon wieder an Christoph übergeben. Okay, rechts ist vorne. Wie gesagt, wir stellen uns so in einer leichten Schrittbewegung hin, jetzt nicht in einer bestimmten Stellung. Okay, gut. Ausholbewegung. Wir starten wieder von hier. Tai-Chi-Bewegung. Reach. Nee. San. Che. Yao. Rock. Sage. Hatch. Two. You. Okay. Langsam anfangen. Stark, arretiert, also ohne zurückschnappen, enden. Nee. San. Che. Go. Hatsch. Ke. Ye. Na, ich merke, so im Stand neige ich auch dazu, ein bisschen nach vorne zu kommen. Das solltet ihr, soweit es möglich ist, unterdrücken. Okay. Im Stand von hier. In einer starken Bewegung, ja, oder kennenschlagen. Aber noch im Stand. Danach das Ganze in der Bewegung mit zurückschnappen. Okay. Hüpsch. Nee. San. Che. Go. Rock. Sage. Hatsch. Ke. Yo. Okay. Jetzt aus Kamai. Locker, flockig. Stellt euch einfach mich vor. Nicht vor euch stehe und will mir ein Ding einschenken vom Allerfeinsten. Christian, das fällt dir mit Sicherheit richtig leicht, oder? Christian aus Stade. Yeah. Super. Okay. Kamai. Ey. Ja, mit dem Ding aber nicht. Nee. San. Che. Go. Rock. Six. Touch. Kill. Yo. Und yummy.
Herzlichen Dank und ich übergebe an Christopher. Okay, Wasser trinken. Guten Tag, wie kann ich denn machen, dass ich richtig rum bin, also nicht so spiegelverkehrt? Da gibt es ein Häkchen unter Videoeinstellungen, wo du unter Einstellungen selektieren kannst, ob du spiegelverkehrt bist oder nicht. Vorher oder? Nee, oder jetzt? Kannst du hier unten, wenn du deine Kamera, neben der Kamera ist ein Pfeil nach oben und dann gehst du auf Videoeinstellungen. Ja. Da kannst du sagen, mein Video spiegeln. Aber was ist eigentlich besser? Machst du mit Spiegeln, Olli, oder ohne? Ich mache mit Spiegeln. Ich weiß nicht, ob das besser ist, also keine Ahnung. Nein, aber es verwirrt nicht beim Vormachen, oder? Dass man dann irgendwie denkt, die... Also die anderen stehen alle links vor, wenn ich links vorne stehe. Und ich stehe rechts vorne, ist mir aufgefallen. So, einfach damit spielen. Hast du umgestellt? Also, jetzt stehe ich rechts vor, stimmt. Für euch, ne? Ich stehe nicht links. Hä? Mach schon dein linkes Bein, was vorne ist. Nein. Also Jetzt steht er rechts vorne. Also von uns aus gesehen rechts, von ihm aus gesehen natürlich links. Aber das ist so wie in der Turnhalle, ist es so. Genau. Das ist wie eine Halle, oder? So ist es wie eine Halle, genau. Bleib bitte so, Christoph. Ja, genau. Bleib so. Nein, ist so, oder? Ja, ist links vor. Bitte, so bleiben. Nein, der Witz ist, ich sehe mein eigenes Bild, als würde ich rechts vorstehen. Also wenn ich mir ein Bild angucke und denke, wie rum steht der Typ, würde ich sagen, er steht rechts vor, weil ich mich ja dann selber spiegel von der Idee. Mhm. Egal. Hurra. Danke, Joe, Wiederholung? Klar. Wunderbar. Einmal locker. Füße zusammen. Reh. Joi. Kankusho. Kankusho. Einmal langsam. Mit. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. E. Ni. San. Ni. San. Chi. Yo. Rock. Chich. Ach. Ku. Ju. Ich. Ni. San. Ni. I. Ni. San. Chi. Go. Ro. Chi. Ch. Ach. Ich. Ich. Ni. Ich. Okay. E-Mails habe ich keine bekommen, das heißt, ich gehe davon aus, dass keine Fragen offen sind. Us. Wunderbar, dann machen wir es noch einmal fest. Wie der FD sagen würde. Halt fest. Mit Kommando einmal. Füße zusammen. Re. Jo. Kankusho. Kankusho. Ich. Nisan. Ich. Nisan. Igel. Ich. Wendung. Ich mach keine. Ni. Ich. Nisan. Chi. Go. Go. Ich. Hatch. Kyuju. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi.
Ich mache Corona-Version. Okay, mal einmal selbstständig. Schaue ich, ob noch doch was zu besprechen sein wird. Und ob ihr langsam macht oder stark oder voll, ist egal. Jeder so, wie er mag, ja? Okay, hey, Füße zusammen. Re. Joi. Kankusho. Kankusho. Hajime. Andere Harmonika. Rechter Armblock nach außen, links geht am Barei. Links geht am Barei oder ist spiegelverkehrt, das weiß ich jetzt nicht. Ja, Stuke vor, Jan. Stuke vor, du warst schon richtig. Du warst schon richtig. Geh dann Stuke, Stuke vor. Über den Rücken drehen, Uchiluke, Oizuki. Über den Rücken. Jawohl. Ja. Nur mit dem anderen Bein absetzen, aber egal. Also links Uchiluke. Du warst ja schon gesprungen. Okay, jetzt ist Verwirrung. Schau mal kurz, du warst hier, gell? Sprung. Und dann bist du eigentlich fertig. Dann kommt nur noch Stuke. Über den Rücken, Uchiluke. Alles okay. Über den Rücken, Uchiluke, alles okay. Ah, okay. Alles klar, danke. Kurz vorm Ziel, knapp daneben ist auch vorbei, ja? Okay, wir machen ein bisschen, aber heute nur ein bisschen, das erkläre ich nachher warum. Nächste Kata machen wir Jin. Ja? Wir machen jetzt nur mal ein bisschen Grundschule für den Anfang. Okay. Das machen wir nachher. Okay, dafür gehen wir einfach erstmal aus Shizentai vor. In Aguke, Ich und Oizuki Ni. Okay, jetzt machen wir anders. Ja, jetzt, normalerweise kommt in der Kata jetzt eine Wendung, 90 Grad. Wir machen das jetzt so, wir machen, da sieht man das, Moment, ich muss mal, dass man die Füße sieht. Wir machen so eine Art Yoriashi, ja, das heißt, wir haben jetzt hier Oizuki gemacht, ne? Vorderer Fuß zieht rein und der gleiche Arm Aguke. Dann gehen wir wieder vor, Oizuki. Jetzt zieht wieder der vordere Fuß ran und der gleiche Arm, der Oizuki gemacht hat, macht Aguke. Schritt vor, Oizuki. Okay. Also erstmal, Joi. Dann links vor, Aguke. Oizuki, nie. Jetzt ziehen wir das rechte Bein vorne ran. Holen aus zur Aguke, wieder mit dem linken Arm ausholen, rechte Arm Aguke nie hinten absetzen. Oizuki vor, san. Okay, jetzt wieder. Vordere Bein ranziehen und vordere Arm ausholen zur Aguke, nie und hinten absetzen. San. Itch. Nie. Itch. Nie. Können auch mit der offenen Hand ausholen. Ne? Itch. Nee. Itch.
Nee. Itch. Nee. Itch. Nee, ist auch ein bisschen Denksport, ne? Ein Kommando, itch. Nee. San. Chi. Shit. Go. Rock. Cheech. Hatch. Kuh. Ju. Okay, ist das alte Spiel, ne? Wie bei Kummelteform oder wie bei der Kata oder wie bei allen neuen, nicht so geübten Kombinationen. Der Plan muss vorher im Kopf sein. Sonst habt ihr keine Chance. Also wenn das Kommando kommt, muss ja eigentlich schon klar sein, was ihr machen müsst. Vorher ab, immer alles vorher ablaufen lassen. Okay, wir machen ein Kommando, einmal durch. Ja, also itch ist 1, 2, 3, 4. Ja, dann nie 1, 2, 3, 4. Okay, nur 5 stark. Concentration. Okay, itch. Nee. Hip. San. Chi. Hip. Let's go. Ohne Konzentration ist schwer. Kopf darf auch trainiert werden, ne? Also in der Kata, das machen wir gleich. Okay, kommen wir mal zur Kata. Erste Bewegung ist da. Wir machen jetzt ohne groß Ansagen wie Gion, ja? Linke Bein setzt weg, nur umgekehrt. Rechts geht dann bei links Uchiduke. Diese Diskussion, ob ich innen vorbeigehe oder außen, empfinde ich persönlich als reichlich akademisch. Ja? In meiner Idee, ich blocke ungern mit Gedanbarei, also außer Maigeri, ja, würde ich tendenziell bei der einfachen Bunkervariante blocken, Gegenangriff machen. Ja? Und dann ist der Block etwas vorne, weil der Gegenangriff in der Bunker dann ein bisschen später kommt. Ja? Deswegen mache ich Gedanbarei innen vorbei. Das macht aber vielleicht jeder anders. Ja? Ist nur eine Erklärung. Ob ihr die zu eurer macht, egal. Okay, also von hier, linke Bein zurück. Schaut, dass ihr gleich tief geht, ne? Eins. Okay, und nochmal zurück. Zwei. Und zurück. Drei. Und zurück. Vier. Fünf. Okay, von hier nach links. Das Bein bleibt genau da, wo es ist, ja? Einfach nur über die Hüfte setzen, reach. Ja, das täuscht jetzt ein bisschen. Ich gehe mal auf die Linien. Ja? Und Wendung nie. Ja? Okay, von hier haben wir gerade gemacht. Rechter Arm holt aus, linke Bein setzt nur ein bisschen, zieht ran und setzt ab. Agutage. Vorwärts, Oizuki nie. Jetzt 90 Grad zur anderen Seite. Ausholen, rechte Bein setzt wieder weg. Das haben wir nur gerade mit Zurückgehen gemacht. Vorwärts, Oizuki. Okay, nochmal von vorne. Ich. Manjuke ni. Zur anderen Seite san. Okay. 45 Grad nach links, ja? Ich. Ni. Und zur anderen Seite, 90 Grad von hier. Ich. Ni. Jetzt machen wir noch einen vorwärts, geht dann bereit. San. Und ja. Und gleich wieder von hier. Nochmal. Ich. Ni. San. Itch. Ni. San. Chi. Go. Okay. Selbstständig üben, Hajime. Ich gucke. Hm.
Monika, wenn du zurückgehst, stehst du rechts vor. Ja, mach mal. Rechts vor senkst du Dachi, rechts geht am Bereich, links Uchi. Und jetzt gehst du einfach nach links in Kuksudachi. Ja, du bist gespiegelt, okay. Genau, in Manjiuke. Und dann einfach nur zur anderen Seite. Und dann mit dem unteren Arm über dem Kopf in die Gegenrichtung ausholen. Ja, der Arm, der oben ist, macht auch Aguke. Okay, Yami, schaut nochmal her. Wir machen nochmal langsam. Also, für die, die sie schon können, so ein paar Kernpunkte. Ich mache einmal von der Seite, also von der ist, glaube ich, besser. Ja? Wichtig ist, dass ich hier direkt mit O vorne bleibe. Ja? Also nicht so, ja? Sondern der Druck bleibt auf dem Knie. Na, dann muss ich auch da, ne? Der Druck bleibt vorne. Ja? Von hier vorne. Okay? Und nicht und auch nicht schwingen. Ja? Also eher runter wupp, und vorne bleiben. Ja? Und das nur hinten abstützend setzen. Okay. Das ist falscher Arm. Ja, das ist das mit der Spiegelvorstellung. Nein, du musst der Arm, der vorne, genau, so ist richtig. Ach, mich meinst du nicht? Imke. Ah. Imke. Ich habe es nur gesehen und wollte es dir sagen, bevor du es tausendmal falsch übst. Entschuldigung. Okay, deswegen machen wir es auch nochmal langsam zusammen, ja? Joi. Noch einmal, links geht zurück, rechts geht an Barai. Andersrum als bei Gion, ja? Ich. Okay, jetzt das Bein wird das hintere von Kuxal. Ich gehe nur nach links weg. Ni Manjuke. Wechsel die Richtung. San, andere Seite. Okay, jetzt der Arm, der oben ist, macht den Aguke. Ja? Der holt jetzt an der Hüfte aus. Ich drehe mich, ich ziehe das Bein ein bisschen ran in die neue Richtung. San. Oizukichi. Jetzt ist einfach wieder das vordere Bein, geht wieder vor, nur in die andere Richtung. Also ranziehen, Richtung wechseln. Ich. Ni. Und geht dann bei deinem vor. Okay, zurück in Yoi. Und itch. Ne? Rechte Bein vor, rechte Arm unten, links Uchiluke. Jetzt nur nach links wegsetzen, Manjiuke. Das heißt, der Uchiluke-Arm macht den Gedanbereich, der andere geht hoch. Ni. Wechsel, San. Einfach nur auf der Stelle, ja? Okay, jetzt der untere Arm holt aus, 45 Grad nach links. Itch. Ni. San. Chi. Und go, geh dann mal. Okay, noch einmal. Ich bleibe mal auf den Linien. Ihr seht mich dann nur schräg, weil das Laptop da so blöd steht, ja? Okay, joi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chi. Hatsch. Okay. Gut, jeder noch dreimal. Ich schau mal, wie es aussieht, ja? Herr Jimmy, ich mache mit. Die Hände, waren die Hände offen beim Aguk? Beim Ausholen. Also ich hole offen aus, ja, in den fortgeschrittenen Cutter. Okay, danke. Das ist so ein Vorblock. Das ist, so ein, das ist eigentlich ja der Block, ne? Und dann ist eigentlich fortgeschrittenes Karatebild ist Gleichgewicht brechen, ja? Also das Hikite ist immer die Diskussion, was ist das? Auf jeden Fall hat es auch die Funktion reißen. Und zwar den anderen mit wirklich deswegen auch mit Kraft. Weil wenn da so ein Klopf steht, ja, wenn ich den jetzt angreife, habe ich ziemlich schlechte Karten, weil der kann da hauen und der ist auch groß und kräftig, ja? Wenn ich den da rüber ziehe, nicht mehr, ja, dann kann ich hier machen, was ich will, ja? Also das ist ganz wichtig. Das ist auch die Funktion von Hikite. Deswegen hole ich in den hohen Cutter eigentlich Aguk immer so. Das ist Block, Fassen, Hum. Okay? Sonst Fragen? Okay, wir machen es einfach dreimal. Ich mache mit
Ich mache das aber mit den richtigen Linien, dann könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen orientieren, ja? Okay. Jori. Ich zähle immer einzeln. Also ein Kommando ist einmal die ganze Passage. Und each. Und letzte. Und zack. Hallo. Yummy. Okay, merken für nächste Mal. Wir machen heute wieder Kumite-Tabata. Und das bereiten wir ein bisschen vor. Das heißt, wir machen ein bisschen Techniktraining. Trinkt kurz was. Ich muss mal was trinken. Ah, genau, wir müssen Mathe schieben. Also, das Ganze, das funktioniert nicht. Ich muss hier schieben. Ich muss hier schieben. Wunderbar. Okay, wir machen insgesamt 4 Kombinationen. Heute machen wir mal ausnahmsweise immer den Yakesuki zuerst, ja? Also die erste ist Yakesuki Kisamesuki. Dann machen wir Yakesuki Mawashigiri vordere Bein. Dann machen wir Yakesuki Uraken. Und dann machen wir Yakesuki, da könnt ihr euch aussuchen, ob Yokogiri oder Udamawashi, ja? Also von der Idee ist der Yakesuki eher jetzt mal eine Antäuschung. Ob ihr jetzt hier die Deckung oben habt, ja? So ganz kampfmäßig oder ein bisschen grundschulmäßiger an die Hüfte zieht, überlasse ich mal euch, ja? Das ist aber so eine Sache. Man sagt ja eigentlich im Freikampf eine Hand immer oben, ja? Hat man mir auch immer gesagt, ich habe die trotzdem immer zur Hüfte gezogen. Ja, ist aber trotzdem nichts passiert. Also wenn ihr auf euren Kopf gut aufpassen könnt, passiert da nichts. Wenn nicht, ist halt besser, man hat die Hand oben. Ja? Aber ist auf jeden Fall nicht falsch, ja? Im ersten Fall muss ich natürlich gucken, weil jetzt Kisamesuki kommt. Also die Idee ist 1, ja. Und dann mache ich eigentlich nicht als, man kann natürlich als Angriff machen, ja. 1, 2. Jetzt machen wir es aber anders. Da habt ihr so einen Typen, der nur darauf wartet zu kommen. Dann ist 1, 2, ja. Eher so leicht im Zurückgehen, ja. 1, ja. 1 und gib ihm. Wobei ich machen würde, Itch, im Stand, nie und dann von da zurück, ja. Also 1 Yakesuki im Stand, Kisamesuki und abdrücken. Ja? Bisschen anders als im Vorgehen. Ist jetzt für drinnen optimiert, ist aber auch die Idee. Ne? Es gibt ja oft so die Eye-Situationen, der wartet auch nur auf den Konter, ihr schlagt gleichzeitig, bumm und weg. Ja? Aber natürlich nicht im Rückwärtsgehen schlagen, sondern die Idee ist schon im Stand und dann gehe ich zurück. Ja? Das sieht fast so gleich aus, ist aber nicht gleich. Okay, mal locker. Ich nie. Ich nie. Wer will mit Deckung? Ich nie. Ich nie. Okay, ein Kommando. Ich nie. San. Weniger Schulter, als ich das mache, bitte, ja? San. Chi. Jo. Okay, 5 Stück stark. Ich. Mi. San. Chi. Jo. Okay, rechts vor. 2 Kommandos. Ich, Yakesuki, im Stand, Kisamesuki, Ni und zurück. Ja? Ruhig erstmal langsam. Ich, Ni und zurück. Ich, Ni und zurück. Ich, Ni. Ich, Ni. Ich, Ni.
Ich, nie. Ein Kommando. Ich, nie. San, chi, go, rock, teach, hatch, good, do. Okay, fünf stark. Each, knee, sun, chi, go. Okay, ihr merkt intuitiv, normalerweise ist jetzt vom Raum blöd, weil wir dann immer korrigieren müssen, geht man eigentlich auch so ein bisschen seitlich raus. Ja? Also eigentlich ist das mehr eine Technik zum Seite. Aber spricht eigentlich auch nichts, kommt jetzt auch an, wie gut der andere ist. Ne? Spricht auch nichts dagegen zu sagen, eins, bumm. Ja? Oder frontal, direkt, wenn er ein bisschen blind reinkommt, egal. Ja? Von der Idee ist klar. Okay. Das gleiche machen wir mit Mama Shigeri, der schaut kurz von der Seite. Das heißt, ihr müsst hier gucken, Yakizuki. Ja? Und das ist jetzt schon, also das mit dem Kisamizuki ist extrem schwierig. Ja? Kann man mal machen, muss man viel trainieren. Das mit dem Mawashi geht relativ gut bei so Konterkämpfern. Es gibt genug Leute, die nur warten, dass ihr zuckt und dann einfach komplett blind Yakizuki schlagen. Also das ist mir auch, selbst mir, der ich kein guter Fußtechniker bin, auf Turnieren mehrfach gelungen. Ja? Weil die einfach rein, die einfach blind, uah, ja. So, in dem Sinne, damit ihr das Bein hochziehen könnt, muss der Druck vom vorderen Fuß runter, ja. Das heißt, ihr müsst jetzt schon rausziehen, ja, und den Fuß hinten. Wenn ihr den so habt, dann ist das mit Mawashi ganz blöd. Das heißt, ihr müsst den Fuß jetzt schon ausgedreht haben. Von vorne, itch, jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich so, dann bin ich schon zu abgedreht, ne. Also ich muss so ein bisschen offen bleiben. Aber ich stehe eigentlich schon hinten, fast so eine Art Kokosudachi, ja? Inch zurück und dann hoch. Okay? Machen wir mal langsam. Ja, aber achtet drauf, wirklich, Yakizuki, machen wir mal ganz langsam. Yakizuki und jetzt im Zurückziehen den Fuß hinten schon ein bisschen ausstellen. Und das ganze Gewicht nach hinten. Und Zahn, noch was mal ruhig in drei Zeiten mal waschen. Ihr könnt auch gerne vordere Beine machen, Chudan machen, ist egal, ne? Ist auch eine Technikübung. Okay, Inch. Nee, san. Ich, nee, san. Ich, nee, san. Okay, zwei Kommandos. Ich, nee. Wir machen es am besten. Ja, lass den Jakku stehen. Also ich. Erste Kommando, jetzt zweite Kommando, zurückziehen und vor. Geht das gut oder lieber andersrum? Ja, nee, nee, gut. Okay, itch. Nee. Auch da, ne, man kann natürlich offensiv eins und nochmal runterziehen und vor. Ja? Aber wie gesagt, diese Verteidigungsvariante, die funktioniert schon mal. Okay, wir machen mal locker ein Kommando. Itch. Ni, san, chi, go. Okay, Beinwechsel. Fest alles hier. Okay. Locker, itch. Zurückverlagern, ni, san. Nochmal itch, Yakizuki. Nee, zurück. San. Ich, Yakizuki. Zurück. Nee. Ich, Yakizuki. Nee, zurück. San. Okay, zwei Kommando. Ich. Nee. Ich. Nee. Ich. Nee. Itch, knee, itch, knee. Okay, lockern, fünf Stück. Hey, itch, knee,
San Chi Go Tap. Okay, und lockern. Okay, dritte. Auch das haben, das war noch vor meiner Zeit, da gab es in Bonn so ein, Rainer, kennst du noch einen Werner Hof? Ich schon. Ja, ne? Der hatte so eine Frisur wie ich jetzt, mit Goldlöckchen allerdings. Ja, den habe ich. Auch ein bisschen länger. Ja, und er war lang und schlaksig. Und dessen liebstes Ding war, im Rausgehen noch ein Urakin zu scheppern. Und ihr glaubt nicht, wie viele Leute darauf reingefallen sind, weil das macht eigentlich, das macht doch heute keiner mehr. Ne? Die Leute kennen nur vor oder weg. Aber was wir jetzt machen, ist auch Yakisuki und dann direkt, also können auch die Hand hier, Deckung, egal, ja, Deckung oder nicht. Ja, und jetzt direkt und zurückgehen, Uraken. Kommt ruhig ein bisschen hoch, ja. Wenn ihr das mal, könnt ihr mal Randori ausprobieren. Wenn der andere auf Konter aus ist, desaströs für ihn, ja. Der kann sich gar nicht wehren. Weil das ist so fies schnell und der kommt schon vor zu spät. Ja, also eins, zwei. Okay? Also da wirklich nur aus dem Hüft zurückziehen, bumm, vorne drauf. Ja? Okay, itch, nie. Itch, nie. Wer will mit Deckung? Itch, nie. Noch schneller, ne? Dann hat man die Hand schon oben. Das ist ganz, das wäre zum Beispiel so ein Ding für die Straße, ne? Itch, Hand oben, nie. Itch, nie. Ja? Und wenn wir schon, den kann man sogar offen schlagen, ja? Itch und patsch. Okay, rechts vor. Wollen ein paar Sachen haben, die Spaß machen, ne? Okay, itch, nie. Itch, nie. Itch, nie. Itch, nie. Okay, kurze Anmerkung, fällt mir gerade ein, ja, weil Olli vorhin auch Uraken gemacht hat. Ein grundschulmäßiger Uraken oder im Angriff, wie Wolf Dieter den schlägt, der holt oben aus, ja. Aber der macht meistens noch eine lange Vorbewegung. Also so Lieblingskombination war ja von Wolf Dieter immer Ashibarai, Yakisuki, Wumm, ja. Wenn der andere im Fluchtmodus ist, habt ihr die Zeit, ja. Bei dem Ding hier, der wird mehr so ein bisschen hinterfotzig von der Hüfte hochgezogen, ja? Also er kommt von hier direkt hoch. Kann man sich auf Facebook am Thomas Prediger ganz kurz angucken. Das ist so eine Mischung gewesen aus Kisami und Uraken. Und man denkt immer, der hat ja keine Kraft. Aber es sind genug Leute umgefallen von dem Ding, ja? Weil der einfach wahnsinnig schnell kommt, ja? Also eins und von hier fast direkt vor der Brust hochziehen, ja? Itch, nie. Das ist nicht die reine Lehre, das ist einfach nur ein fieses Teil. Itch, nie. Okay, fünfmal selbstständig. Itch, nie. San, chi, go. Ja. Gut. Fairerweise muss man sagen, der Thomas hat dann noch manchmal einfach Kisamizuki geschlagen. Ja, der hat so und dann, yay! Ja? Und wenn der andere die Hand da vorne hatte, dachte jeder Kampfrichter, hat getroffen. Nur mal anekdotisch. Okay, letzte. Auch wieder mit Fuß zurückziehen. Uramawashi oder Yaku, ja? Oder Yokogiri. Das heißt, Yakisuki, ja? Jetzt im Zurückziehen. Hier könnt ihr ein bisschen weiter zurückziehen. Allerdings ahnt der andere dann auch eher, was kommt, ja? Ist eine Frage, wie flexibel man ist. Eins, zurück, hoch. Ja? Itch, nie. Itch, zurück verlagern, Fuß ausdrehen. Ja, ihr müsst hinten den Fuß drehen, sonst brecht euch die Knie. Itch, nie. Okay. Locker, zwei, drei Stück. Okay. Itch, nie. Okay, rechts vor. Nur mal locker, sonst wird die Zeit schon wieder davon. Wahnsinn. Itch. Nie. Itch. Nie. Achtet auf das Kamai, ja?
Itch, nee. Okay, drei locker. Itch. Nee. San. Okay. Locker. Kurz verschnaufen. Dann Tabata. Hast du deine Uhr wieder gefunden? Hast du deine Uhr wieder gefunden? Da müssen wir mal irritieren. Ich habe meine Uhr sogar neu programmiert. Die habe ich ja letztens auch gefunden. Ich habe das Programm auf sich gefunden. Wie das dann? Ja. Gelöscht. Nee. Ja. Es war auf vier Runden Tabata eingestellt. Oh. Und dann haben wir gesagt, vier kann gar nicht sein. Nee, also ist kaputt. Ja, das habe ich hier, glaube ich, mal so einen Samstag-Tabata gemacht. Okay. Da hält man ein paar mehr durch. Okay. Also, erste Kombination, Yakizuki, Kisamizuki. Zweite, Yakizuki, vordere Bein, Mawashi. Beide Seite, oder? Ja, wenn man immer einmal links, rechts, ne? Also immer links vor, dann rechts vor. Dritte Kombination, Yakizuki, Uraken. Vierte Kombination, Yakizuki, Uramawashi. Ja, zwei Durchgänge. Okay, fertig. Positione. Yakizuki, Kisamizuki, links vor. Jimmy! Jame, rechts vor. Ihr könnt auch Low-Kick machen, egal, ja? Höhe ist egal. Fertig. Jimmy! Okay, Yaku oder Ken? Links vor. Der hat wohl gepiepst. Ah, ne, wir haben einen Piepser überhört. Ja, das meinte ich. Okay, weiter. Uramawashi, Hajime. Yame. Ja, andere Seite. Haben wir niedergeplärrt in einen, ne? Jo. Jetzt, Jimmy!
Jamil! Okay, 2 Minuten Pause. Doch irgendwie anstrengender als der Grundschulscheiß. Ne? Ja, klar, bitte. Noch einmal schieben. Ich finde, man merkt die Bewegung auch viel besser. Ich finde, man merkt die Bewegung besser. Das muskulär meinst du? Nee, auch überhaupt in der Führung. Ja, genau, so, wo die hingehen und so. Also. Das ist viel besser, als ich das gucke, wie der Grundschul verkrampft war. Ja, am Ende muss man damit auch hauen können. Ach, das ist das Kämpferherz. Ich muss den Ratzen bestellen. Olli, wir sollten uns überlegen, ob wir Pratzen bestellen, wenn wir wieder dürfen, ne? Also solche Sachen kann ich auch nur empfehlen, mal am Samstag oder an der Pratze zu üben auch, damit man einfach mal merkt, ob man auch in der Lage ist, das in der Geschwindigkeit auch mit Dampf zu schlagen, sodass da Wirkung ankommt, ne? Weil man sich dann beim zweiten Mal gleich die Hand verstaucht. Ja, genau. Aber Pratzen haben wir doch. Hä? Pratzen haben wir doch. Ja, aber die reichen ja nicht. Noch ein paar dazu bestellen. Ja, schauen wir erst mal, dass wieder so viele Leute ins Training kommen. Ja, logisch, meine ich ja, aber die Frage wäre, ob wir es jetzt schon anleiern. Egal, können wir ein andermal besprechen. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden, dann gehen wir in Position. Dann haben wir noch 10, dann geht's ab. Und dann sind wir eh schon wieder über die Zeit. Okay, Position links vor, Yakizuki, Kisamizuki. Hajime! Yame! Rechts vor! Jimmy! Yakizuki Uraken. Komm, Halbzeit. Jimmy! Hit! Weiter. Noch 2. Yami. Rechts vor. Traut er denn nicht mehr hier? Komm, noch 3. Schmeck! Ich!
Okay. Und eine Minute verschnaufen. Wenn hier ein Corona-Forscher das Aerosol misst, dann fällt er am Messgerät um bei sich zu Hause. Voll vergessen zu lüften. Das ist der Hammer. Hä? Ja, lüften ist scheiße. Das zieht eben so. Wo ist eure Maske? Hä? Wo ist eure Maske? Ach, ja. Kostet selber, verstehst du? Ohne Maske. Der das mit Maske macht, Vollgas, der kriegt von mir einen Kasten Bier. Ich verzichte. Ich kaufe mir mein Bier lieber selbst. Voll unter Volllast chinesische Giftstoffe einzuatmen. Dann lieber vorher Schnelltest. Hey, abgrüßen. César. Buxo. Moksoyami, Sensei, Re. Grits. Re. Arigato gozaimashita. Ciao. Servus. Vielen Dank, ciao. Bis dann, ciao. Vielen Dank. Ciao.